Hallo und herzlich willkommen auf dem Pflichtsender. Heute will ich besprechen, wie es denn jetzt aussieht mit der Indiba, mit den Depotgebühren, mit dem Kauf von Einzelaktien und vor allem ETFs. Letztes Mal habe ich besprochen, dass es jetzt höhere Gebühren gibt für den Kauf von Einzelaktien. Das ist auch so eingetreten. Die Gebühren sind ziemlich radikal höher. Das habe ich, wie gesagt, schon im Video besprochen. Das verlinke ich hier nochmal und das könnt ihr euch gerne angucken. Ich persönlich überlege mir auch, was ich jetzt tun werde, weil für Einzelaktien für mich Indiba einfach, ja, das ist zu teuer im Endeffekt. Das nimmt zu viel Geld. Für ETF scheint es aber vielleicht immer noch interessant zu sein und wie ich das hier sehe, wollte ich heute mal kurz mit euch besprechen. Es gab also ab einer bestimmten Zeit keine gebührenfreien ETFs mehr und jetzt gibt es doch wieder gebührenfreie ETFs bei der Indiba und zwar 200. Hier seht ihr auch, das kann man übrigens auch ohne selbst bei der Indiba zu sein online sehen, wenn ihr euch also für die Bank interessiert. Es gibt 200 ETFs und es sieht auch ganz gut aus, weil zum Beispiel auch Amundi und vor allem Vanguard, die ich sehr gerne habe. Vanguard hat eigentlich immer sehr gute und billige ETFs. Auch weil Vanguard nun mal relativ alt ist, beziehungsweise den ganzen Spaß mit ETFs sogar angefangen hat. Sparpläne gibt es nicht mehr, das macht aber nichts. Sparpläne bedeutet, dass ihr ohne selber aktiv zu kaufen automatisiert etwas bespart. Ich halte das nicht für sinnvoll. Deswegen finde ich das nicht schlimm, dass es das nicht gibt. Warum ist es nicht sinnvoll? Weil ich denke, jeder sollte sich sowieso einmal im Monat oder jede zwei, drei Monate mit seinem Geld auseinandersetzen. Da kann man auch mal zwei, dreimal klicken und sich für das Geld, das man hat, einen ETF oder Einzelaktien kaufen. Wer nicht mal das mehr schafft, der wird sein Geld sowieso langfristig verlieren, weil man seinem Geld immer ein bisschen Beachtung schenken sollte, beziehungsweise seinem Depot. Also gehen wir mal zu dieser schönen Suche, denn ich will euch mal zeigen, wie ich mir so Fonds, also ETFs eigentlich raussuche, worauf ich achte. Ich werde jetzt nicht besprechen, warum ETFs gut oder schlecht sind. Ich habe ein paar ETFs beigemischt, sind nicht schlecht, wenn man die dabei hat. Und für zum Beispiel Emerging Markets gibt es ja auch gar keine andere Möglichkeit. Ich kann jetzt nicht in China Einzelaktien kaufen, das geht einfach nicht. Deswegen finde ich persönlich ETFs gar nicht schlecht. Also gehen wir mal kurz und knackig durch. Was will ich? Es gibt immer drei Punkte, die sehr interessant sind. Hier könnt ihr mehr Kriterien klicken, dann seht ihr auch mehr Auswahlmöglichkeiten. Also gebührenfrei soll es sein, ja, ist ganz klar, da kann man viel mehr Geld mit verdienen. Warum gebührenfrei wichtig ist, ist kurz gesagt einfach deswegen der Fall, weil man das, was man am Anfang spart, nachher als im Zinseszinseffekt doppelt und dreifach zurückkommt. Sparplan möglich ist egal, ist eh nicht der Fall, leider gibt es hier kein Nein. Das heißt dann einfach alle gebührenfrei kaufen, ja, ist natürlich wichtig. Nur ETF haben wir ausgewählt, da fällt schon mal einer weg, warum auch immer. Dann sind drei Sachen eben wichtig, auf die man immer achten sollte. Die Nachbildung, da macht es Sinn, wenn man jetzt nicht sich groß mit Dingen auseinandersetzen will, zu sagen, ich will eine vollständige Nachbildung. Vollständig heißt einfach, dass alle Aktien tatsächlich in diesem ETF auch gekauft werden. Das kostet zwar ein bisschen mehr im ersten Moment, zweitens kann man sich aber sicher sein, dass die Aktien wirklich existieren und nicht irgendwelche komischen Dinge passieren, wenn dann doch mal die Abbildung bei zum Beispiel einer synthetischen Nachbildung fehlschlägt oder wenn irgendwas passiert ist. Vollständig bedeutet einfach wirklich, ja, ich kaufe tatsächlich ein Portfolio mit diesen Aktien fertig. Dann die Gesamtkosten, der Begriff Gesamtkosten ist so ein bisschen problematisch, weil das sind nicht wirklich die Gesamtkosten, die der ETF hat, aber es sind nun mal die Kosten, die man klar sehen kann, die sollten auch nicht zu hoch sein. Da wähle ich 0,5% aus. Ich persönlich will keine Kosten über 0,3% haben, egal was. Deswegen sind 0,5% hier als Filter auch gut. Und das dritte, worauf ich gucke, ist die Ausschüttungsart bzw. die Ertragsverwendung, also die Art der Ausschüttung. Wird ausgeschüttet, also bekommt ihr Geld auf das Konto oder geschieht die Ausschüttung, indem das Geld sofort wieder reinvestiert wird? Dann heißt das gar nicht Ausschüttung, nennt man das thesaurierend. Also nur ausschüttend bedeutet hier wirklich, dass einfach eine Dividende an euch kommt. Nur thesaurieren bedeutet, dass die Dividende direkt in diesem ETF bleibt. Warum ist nur ausschüttend gut? Ihr seid Privatleute vermutlich, habt keine Firma hier laufen oder GmbH, über die das Ganze läuft, sondern ihr seid wahrscheinlich privat. Ihr habt ca. 800 Euro Freibetrag. 800 Euro muss man erstmal vollkriegen. Wenn man thesauriert, dann stundet man vielleicht im besten Fall, so war es früher zumindest, und ich kenne mich jetzt auch nicht im Detail mit der neuen Steuer aus, aber früher war es zumindest, dass man damit ein bisschen gestundet hat, wann man Steuern zahlt. Das ist aber, selbst wenn das der Fall ist, ist es für mich meiner Ansicht nach besser, sofort einfach Steuern zu zahlen, denn es kann sein, dass die Steuern, die wir jetzt bei 25% haben, plus Soli, plus vielleicht Kirchensteuer, dass sie sich noch mehr erhöhen. Also nur ausschütten finde ich erstmal gut, weil erstens mal kriegt man bis 800 Euro eh keine Steuern. Also muss man keine Steuer bezahlen bis 800 Euro. Und zweitens, wenn die Steuer mal kommt, dann könnte sie noch höher ausfallen, als wir sie jetzt haben. Wir haben jetzt also 40 Fonds. Das sind normalerweise die drei Dinge, worauf man am ehesten achtet, würde ich sagen. Und dann können wir uns mal anzeigen lassen, was es da gibt.
Und da gibt's gar nicht so viel jetzt. Okay, Asien alleine, was ist denn interessant? Wir wollen irgendwas haben, das vielleicht relativ developed Markets ist oder sowas. Also irgendwas, was können wir denn hier nehmen? Rentenfonds wollen wir nicht. Wir wollen wirklich Aktienfonds haben. Das heißt, die hier unten fallen auch nochmal weg. Dann gibt es Ökologie, Nachhaltigkeit wollen wir auch nicht. Österreich sowieso nicht alleine. USA alleine auch nicht. Wir können mal international angucken. Das ist ganz interessant. Okay, das könnte etwas sein. Und was könnten wir uns noch angucken? Ein Amundi-Index, Emerging Markets. Okay. Jetzt gucken wir uns den mal hier an. Der ist vollständig ausschüttend. Sieht ganz gut aus, ja. Was ist jetzt eigentlich das, ja, sollte man so einen jetzt kaufen oder nicht? Also wir haben jetzt hier einen Fonds, das ist ein Emerging Market und der sieht auf den ersten Blick auch ganz gut aus. Und eine Sache, die ich hier eben nicht sehe und auf die ich ein bisschen hinweisen wollte heute, ist die Fondsgröße. Denn wie bei allen Dingen, Size matters, also die Größe von Dingen ist doch relevant. Und was ich hier festgestellt habe, diese wenigen, die noch hier von Interesse sind, wenn man dann das Fondsvermögen sagt, ja, es sollte doch sinnvoll sein, also groß sein, oder man könnte auch noch Mittel nehmen, aber nehmen wir einfach mal groß, dann schrumpft das Ganze auf sehr, sehr wenige Fonds zusammen eigentlich. Und gerade wenn man die ganze Welt abbilden will, dann hat man hier plötzlich Emerging Markets keinen mehr. Man hat auch keinen Weltfonds mehr, also keinen Welt-ETF mehr. Wir können noch mal auf Mittel gehen und es ist auch nichts mehr da. Und das Vasta 0,31, also die Vanguards, die sind schon im Endeffekt billiger. Was ist hier also passiert? Ja, das ist hier Werbung im Endeffekt. Was passiert ist Folgendes. Wir sind ja immer noch in einem, ja, Bullenmarkt, also es geht immer noch weiter hoch mit den Aktien und mit solchen ETFs kann man natürlich Geld verdienen als Bank. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt hat man oder jetzt hat zum Beispiel auch Vanguard und diese ganzen Institute, die wollen immer wieder neue ETFs auf den Markt bringen, was ja ihr gutes Recht ist. Aber sie müssen erstmal ein bestimmtes Volumen erreichen, denn diese ETFs, die lohnen sich erst, wenn mal so ein paar hundert Millionen oder am besten noch über 1.000 Millionen Euro oder Dollar da drin sind. Und wie kommt man dahin? Ganz klar. Am Anfang sagt man, ihr müsst nichts dafür zahlen, wenn ihr diesen ETF kauft. Ihr müsst ja sowieso TER zahlen, also die jährlichen Kosten müsst ihr sowieso zahlen, also verlieren sie jetzt nicht Geld damit. Aber sie machen eben dieses Angebot und am Anfang muss man dann nicht so viel zahlen, beziehungsweise gar nichts zahlen für den Kauf. Und das ist auch schon der ganze Trick darin hier. Wenn ihr jetzt so auf eine Seite wie Just ETF geht, dann könnt ihr euch auch mal diese Größe angucken von diesen Fonds und da werdet ihr erstaunt sein. Da gibt es Fonds hier drin, die sehen super aus, wenn man auf Gesamtkosten guckt, wenn man auf Ertragsverwendung guckt. Und auch wenn man auf Nachbildung schaut, aber die sind einfach 1 Million Euro groß. Also die sind total winzig. Und was passieren wird im nächsten Marktcrash, ist, dass diese kleinen ETFs, wenn welche aufgelöst werden, als erste aufgelöst werden. Das Problem dabei ist Folgendes. Sagen wir, wir haben jetzt noch weiter eine Marktentwicklung, die geht noch ein bisschen hoch, irgendwann kommt der Crash. Dann wird aber leider euer ETF am Tiefpunkt verkauft und dann ist es so, als ob ihr einfach blöd gehandelt hättet, obwohl ihr ja das gar nicht tun wollt. Ihr wolltet ja nicht am Tiefpunkt verkaufen, aber genau das wird euch dann aufgezwungen. Dann seid ihr gezwungen, sofort was Neues zu kaufen und hoffentlich seid ihr nicht in Ferien, sondern zu Hause erstens. Und zweitens habt ihr natürlich auch insofern das Geld verloren, weil der Zinseszinseffekt, der Steuerlose, der kann auch nicht mehr passieren. Das heißt, ihr habt dann doppelt gelitten. Deswegen muss man hier sehr stark aufpassen bei diesen ETFs, die hier kostenlos angeboten werden. Ich bin alle mal durchgegangen. Für mich persönlich gibt es leider momentan bei der Engdiba tatsächlich keinen einzigen ETF, der kostenlos ist, der sich lohnt. Es gibt zwar noch ETFs, die nicht kostenlos sind, die sich lohnen. Also man kann tatsächlich ETFs kaufen, die Sinn machen, die auch einen guten TER haben. Das Fondsvermögen von denen, die hier gebührenfrei sind, ist oft so klein, dass es sich nicht lohnt. Und dann hier einen Euroland ETF kaufen mit 0,31 TER, also das ist ziemlich lächerlich. Da kann man auch welche finden mit 0,15, beziehungsweise das ist einfach alles ist sehr, sehr traurig. Deswegen, wie gesagt, insgesamt meine Meinung zu dem Thema hier ETFs gebührenfrei kaufen ist bei der Inktiba jetzt gestorben. Das war davor gut. Also das letzte Mal,
Als ich noch gekauft habe, bis März war das diesen Jahres, da gab es echt gute ETFs mit mehreren 100 Millionen Euro Fondsvermögen. Man kann jetzt von ETFs natürlich nicht so viel halten oder viel halten, aber wenn man sagt, ETFs sollten auch zu meinem Portfolio gehören oder vielleicht sogar nur, weil ich keine Lust habe, mir Einzelaktien anzugucken, dann war das ganz sinnvoll. Aber jetzt sind halt die Kosten doch relativ hoch. Also wie gesagt, ETFs bei der INGDiBA kosten jetzt also nicht mehr nur das jährliche TER, die jährlichen Kosten, sondern eben auch beim Kauf. Natürlich beim Verkauf kostet es auch wieder was. Das heißt, ETFs verkaufen macht noch viel weniger Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde mir auch weiter anschauen, ob es bessere Angebote gibt, ob es andere Möglichkeiten gibt, in Einzelaktien, ETF zu investieren. Halte euch auf dem Laufenden. Momentan bin ich wirklich auf der Suche, dass es da etwas Sinnvolleres gibt. Das Schöne bei der INGDiBA war nun mal, dass diese ganzen Dinge wie Steuern und auch Ausnutzung der 800 Euro, dass alles automatisiert quasi von der Bank übernommen wurde, aber die Gebühren sind nun mal horrend hoch. Und deswegen muss man sich überlegen, ob man nicht ein bisschen Selbstaufwand auch betreiben will und vielleicht dann einen anderen Broker benutzt, der zwar ein bisschen mehr Selbstaufwand bedeutet, aber dafür dann günstiger ist. Genau in diesem Entscheidungsprozess befinde ich mich gerade und werde mich dann wieder mit Neuigkeiten melden. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender. Nehmt gerne ein Abo, dann wisst ihr sofort, was los ist und auch die Glocke. Dann seht ihr auch tatsächlich, wenn ich wieder was hochlade. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender.